Und hallo, da sind wir wieder. Juhu! Jawohl! Und diesmal nicht mit der Hintergrundmusik, da mein Kumpel gesagt hat, meine Güte, Andi, das Video war so geil, aber es war ein bisschen zu lange und ich habe ADHS und ich so, was, das haben so viele Leute, diese Krankheit, dass alle nicht so zappelig sind, so, oh mein Gott, ich muss schnell auf die Toilette. Also geht's hier ganz, starten wir ohne Musik, ohne viel Musik, Musik läuft ja im Hintergrund, ohne die vorher diesen Intro. Okay, Leute. Heute geht es um die geile Sure, und zwar Sure 2. Wie gesagt, ihr solltet halt auf entweder den Koran, ne, das muss ich jetzt nicht nochmal erwähnen, wenn ihr es nachlesen wollt, einfach Koran immer mit dabei haben, wenn ihr nicht jetzt zu Hause seid oder den Koran jetzt unterwegs nicht habt, PDF, wie auch immer, okay, macht das nicht, ihr könnt im Nachhinein euch Zeit nehmen. Wichtig ist mir aber, dass, wenn ihr meine Videos schaut, nehmt euch immer ein bisschen Zeit, nehmt euch ein bisschen schwarzen Tee oder schwarzen Kaffee, weil man sollte immer ein bisschen was trinken. Das ist wieder was wir lernen, wir klären ein bisschen was auf und da sollte man sich ein bisschen Zeit nehmen. Okay, let's do it. Los geht's. So, also, Sure 2, Vers 54. Und gedenke der Zeit, da wir Mose die Schrift Tora gaben, und das entscheidende Wunder, auf das ihr recht leidet sein möget. Also der Koran sagt klipp und klar, er wiederholt es, was ich ja schon mal kommentiert hatte, er wiederholt, hey, das sind wir gewesen, wir höheren Wesen, wir haben die Tora bestätigt hier, wir haben sie gegeben. Und da steht nichts von sowas wie, ja, die Tora ist falsch oder schlecht, sondern einfach, es ist gegeben und das, was gegeben wurde, ist richtig. Und Vers 55, das ist ganz wichtig, die Verse, die muss man wie Puzzleteile ineinander zusammenfärchen, also Zusammenhalt tun, ne? Und dann steht hier, und gedenke der Zeit, da Mose zu seinem Volk sprach, oh mein Volk, ihr habt euch wahrlich an euch selbst versündigt, als ihr euch das Kalb nahmet, kehret euch denn zu eurem Schöpfer und tötet euer selbst. Also im Endeffekt, also, damit wird nicht wortlich gemeint, du sollst dich selbst abschlachten und Gugi-Gugi machen, sondern du sollst einfach in deinem Geiste hast du dich selbst bestraft. Also du hast dein Himmelreich oder den Zugang zu Gott hast du eigentlich selbst verwehrt. Also im Endeffekt kann man das so vergleichen, eine Sünde, eine große Sünde, indem man sich von Gott abwendet, ist zum Beispiel, wenn irgendjemand ein Pädophiler ist und Spaß über Kinder abschlachtet und aufessen tut. Das ist so eine Sünde, dass das Himmelreich sagt, nee, Mann, Alter, das Leben ist wirklich was wert und du hast das gemacht, no way, du kommst definitiv nicht ins Himmelreich. Oder wenn man halt eben wie Hamas zum Beispiel Geisel nimmt und aus Spaß Leute umbringt. Also da sagen die, ey, ihr seid die da oben, die sagen sich, die Engel, die höheren Wesen sagen sich, Alter, ne, Hamas, ihr, sorry, aber, ne, das ist, da gibt es kein Wenn und Aber, ihr seid verloren, ne, und das ist damit im Endeffekt gemeint, und das ist auch einfach damit auch gemeint, es ist besser, sich selbst in Demut zu strafen, ohne Ende, als überhaupt noch versuchen zu verhandeln, ne, die Verhandlung ist hiermit sozusagen beendet, weil es war ja, davor wurde ja gesagt, ne, in der Tora, ey, ne, ich komme ja bald zurück, bitte macht keine Scheiße, und wenn euer Chef sagt, mach keine Scheiße, dann macht man keine Scheiße. Wenn man halt dann Scheiße baut, naja, je nachdem wie groß der Mist ist, den man gemacht hat, kann man einem einen verzeihen oder halt eben, hast halt Pech gehabt, ne. So, und da heißt es, das ist am besten für euch von eurem Schöpfer, da kehrt er sich wieder gnädig zu euch, wahrlich, er ist der oft gnädig sich wendende, der Barmherzige. Also hier wird auch damit gemeint, wenn man Demut zeigt, wenn man sagt, okay, ich habe Scheiße gebaut ohne Ende, ich bin bereit, mich freiwillig zu opfern, freiwillig sagen, ach Scheiße, ich hab so viel Mist gebaut, ich bin es nicht wert, bringt mich jetzt um, so auf die Art. Das ist ein bisschen überspitzt, damit man das auch versteht, weil, aber ich denke mal, man versteht es, was ich meine. Dann sagt das höhere Wesen oder die Engel oder das höhere Wesen sagt sich, okay, langsam den Pferd, ne? Also okay, du hast wirklich Reue gezeigt, komm, jeder Mensch verdient so diese zweite Chance, ne? Es gibt Sachen, wo das nicht zutrifft, okay? Also wenn jemand Spaß hat, wie gesagt, Kinder abschlachtet und zersägt, oh, der
bei 100 Kindern, das ist sehr schwierig. Eigentlich no way. Ne, da gibt es keine Chance. Aber wenn jemand zum Beispiel Totschlag gemacht hat, weil er jemanden gestritten hat und ihn geschubst hat und aus Versehen ist ein Unfall passiert und die Person ist halt dabei gestorben und er wollte das nicht, ne? Also da gibt es immer so Klauseln, wo man sagen kann, ja okay, ist jetzt blöd gelaufen, den aber jetzt 100 Millionen Jahre einzusperren, vielleicht erstmal schauen wir, dass wir ihn einsperren erstmal und er sich halt ändert, ne? Man kann sich ändern. Es ist halt in manchen, ihr dürft nicht vergessen, zu der damaligen Zeit, wirklich, der Koran ist sehr modern zu der damaligen Zeit gewesen. Auch die Tanach war sehr modern zu der damaligen Zeit. Man muss sich immer in die Zeit hinein zu versetzen. Und als ich da oben war, da habe ich sehr viel Wissen bekommen. Und das, was im Koran ist, das ist nicht mehr aktuell. Das kann man nicht auf heute machen. Das ist auch nicht negativ zu sehen. Das tun viele Leute mal so negativ oder viele versuchen abzustreiten. Aber es geht um Grundprinzipien. Die Grundprinzipien zum Beispiel, dass man niemals jemanden wehtun soll, niemals sündigen soll auf so einer perfiden Art, die sind immer noch drin und die werden immer aktuell bleiben. Auch im Koran werden sie aktuell sein, so wie die 10 Gebote aktuell sind. Du sollst niemanden töten, ne? Du sollst deine Eltern ehren, du sollst nicht lügen und so weiter. Das ist sehr, sehr wichtig, dass es gewisse Grundprinzipien sind. Natürlich ist die Justiz ja da. Natürlich in einem demokratischen Staat, ob es in Deutschland, Österreich, Schweiz oder auch nicht in anderen Ländern, versucht man das Rechtssystem anzuwenden. Und natürlich ist das Rechtssystem nicht unfehlbar, weil wir sind nur Menschen. Ja? Aber glaub mir, ich habe selbst gemerkt, gläubige Menschen, die wirklich an Gott glauben, einen Koran richtig lesen und verstehen, die Tanach richtig lesen und verstehen und das Alte Testament und so weiter und das Neue Testament, die halten sich an gewisse Grundprinzipien und die würden niemals aus Spaß, so wie die Hamas das gemacht hat, Leute umbringen. Oh, seht ihr? Falls ihr das gehört habt, das war jetzt meine Bixi-Maschine. Ich verstehe das nicht, die ist ein Computer, aber wir denke ich mal, wir sind Menschen, wir schon. Sollten wir zumindest. So, das ist im Endeffekt damit gemeint. Dann geht es noch zum Schluss und das war's auch schon, denn ich habe hier meine Regieanweisung und die heißt kurz wie möglich und ich habe schon die Zeit überschritten. Und gedenket der Zeit, da ihr sprachet, O Mose, wir wollen dir auf keine Weise glauben, ehe wir nicht Allah von Angesicht zu Angesicht schauen, da ereilte euch der Donnerschlag, dieweil ihr schaut. Also im Endeffekt, das ist damit gemeint, das was in der Tanach drin steht, dass die haben dann die Möglichkeit bekommen, Gott zu sehen, aber Gott hat sich nur als Donner gezeigt, also Wolke, und seine Stimme war so ehrfürchtig, dass die Leute einfach sich in die Hosen gemacht haben und im Endeffekt für sie war das so, warum haben wir überhaupt darauf bestanden? Hätten wir doch Moses geglaubt, ne? Damit ist das halt gemeint. Okay, Leute, das war's. Schreibt in die Kommentare drin. Auch hier noch einmal, ganz wichtig, die Erklärungen auch ab und zu mal lesen von den Leuten. Das machen auch viele nicht, ne? Was damit gemeint ist. Ne, habe ich euch etwas erweitert erklärt als hier jetzt in diesem Kommentar, weil ich halt eben dieses erweiterte Wissen euch geben mit möchte und das ist ja kostenlos und so haben es auch die da oben gesagt, gibt den Menschen das kostenlos bist du geboren worden und kostenlos darfst du die Luft atmen und Sauerstoff, also gibt auch den Menschen das Wissen kostenlos, also deswegen abonniert meinen Kanal, liked meine Videos, verteilt sie. Ich kann es aber nicht ganz kürzer machen. Es gibt Leute, die sagen, mach es doch nur in 2 Minuten. Ich könnte als Text das machen, aber ich möchte auch, dass ihr halt den Kontext mit ein paar Beispielen versteht, auch in der Schule. Nochmal in der Schule, wenn ihr zur Schule geht, Berufsschule, Realschule, Gymnasium etc. Pipapo, habt ihr auch immer mehrere Beispiele und Übungen, um etwas zu begreifen. So, Leute, haut euch rein, bis zum nächsten Mal.